Bluffbaum? Was? Hast du gesehen? Was, hä? War dieses Loch vorher schon hier? Wann ist das passiert? Entschuldige, was ist denn? Wir sind hier näher am Abgrund, das ist gefährlich, weißt du? Ach so. Schade. Ah, hey, sie hat darauf reagiert, cool. Das sieht schon echt cool aus, mit diesem Raum dann da drin. Das ist schon cool gemacht. Ja. Wo ist Epona? Wo ist Epona? Wo habe ich die geparkt? Die müsste eigentlich da hinten rumgucken. Die sind noch nicht gezähmt. Was ist, wenn ich... Oh, was, wenn sie verschwindet, wenn ich zu weit weg bin? Weiß ich halt nicht genau. Trau der Sache nicht. Komm, Epona. Zentralplatzebene von Hyrule. Ja, das ist so. Der wird uns wahrscheinlich aufhalten da vorne jetzt, oder? Hä? Link? Wann bist du vom Schloss zurückgekommen? Da stehe ich die ganze Zeit hier Wache und krieg trotzdem nicht mit, wie du hier rausmarschierst. Naja, ich bin auch anders hier rausgekommen. Ja, also ein normales Pferd wäre jetzt schon weg. Ja, tatsächlich? Echt? Ah, das ist interessant. Ja, dann bleibt es wahrscheinlich eher, weil es halt gescannt ist. Ja, gut, okay, cool. Okay. Ja, aber trotzdem übelst gern registrieren nicht. Aber auch gut zu wissen, okay. Puh, wie es scheint, habe ich noch eine ganze Menge Training vor mir. Truppenführer Holm weiß Bescheid. Aber ich kann halt echt nicht lesen, das ist der Wahnsinn. Truppenführer Holm weiß bestimmt immer noch nicht, dass du wieder zurück bist, Link. Er ist oben auf dem Tor des dritten Walls, dort auf dem Hügel hinter diesem Tor. Beeil dich und erstatte ihm Rapport. Bin mir sicher, dass er überrascht sein wird, dich zu sehen, Link. Klar, bestimmt, ja. Kann ich mit Epona ein bisschen dahin, oder? So, Venny. Der Name. Oh, so krass. Also zumindest ein unregistriertes. Ja, wäre weg. Ja, Epona ist ja witzigerweise ja auch noch nicht registriert. Das hat dann in dir für einfach gerade einen Amiibo-Bonus wohl. Zum Glück. Voll schick, echt. Jetzt hör mal auf damit. Nein. Komm, runter. So. Epona, ich hoffe, du wartest hier. Ja, wird jetzt hier ziemlich gefährlich. Bis später, hoffentlich. Würde mich freuen. Ich mach jetzt einfach mal hier. Schauen wir doch mal, oder? Großen Tore sind verschlossen. Muss ich es damit aufmachen? So. Scheiß der Hane. Wie soll ich denn da rein sonst? Wer ist da? Schleichwürmchen. Ibims, der Link. Wir sind alle in hoher Alarmbereitschaft. Die Suche nach Prinzessin Zelda und dem Helden Link läuft auf Hochtouren. Also hau ab und lauf uns hier nicht im... Link? Ich meine, ehrenwerter Ritter Link? Bitte verzeiht, dass ich euch nicht sofort erkannt habe. Ich wusste gar nicht, dass ihr schon wieder aufgetaucht seid. Das heißt dann wohl, wir können die Suche nach euch einstellen. Ja? Einverstanden? Also, auf jeden Fall solltet ihr euch so schnell wie möglich bei Truppenführer Holm beim Tor des dritten Walds melden. Folgt einfach weiter diesem Weg hier. Oh, ich mag, wie alle reagieren. So cool. Es ist so ruhig hier. Ich fand die coole Musik so krass, als man da hier war. Aber interessanterweise sind ja wirklich alle Zacken weg, nicht wahr? Aus denen die Wächter rauskamen. Ne, diese riesen Zacken, die aus dem Boden kamen, um Schloss Hyrule waren. Quasi das Wächternest. Die sind alle weg. Die sind womöglich wieder in den Boden gefahren, schätze ich. Das ist auf jeden Fall spannend, dass sie weg sind. Ich glaube, dieser Erdhügel zeigt noch einen Überrest, wo die rauskamen, weil Positionen würde stimmen. Es ist interessant, dass die weg sind, die Spitzen, ja. Kenne ich diesen Gang? Hallo, hallo.
Link, der große Ritter? Nein, das ist ja unmöglich. Hier ist Unbefugten der Zutritt verboten. Wer nicht Teil des Zelda-Suchtrupps ist, hat hier nichts zu suchen. Befehl von Truppenführer Holm. Du kannst natürlich versuchen, dir vom Truppenführer eine Ausnahmegenehmigung zu holen. Er müsste sich beim Tor des dritten Walls oberhalb dieses Wegs aufhalten. Okay. Hättet ihr mal in jedem siebten Ei nachgeschaut, da wärt ihr bestimmt mal fündig nach Link geworden. Echt so? Was? Voll gut. Ja, spannend. Das ist echt cool, dass es hier am Schloss anfängt. Wie krass. Ach, schau an, da unten ist das Trainingslager. Ach, schau an, es ist nämlich gar nicht lange her, wo ich das nämlich erste Mal entdeckt habe, zum ersten Mal hier unten. Ja, da wurde trainiert und so. Ach, wie cool. Aber ja, klar, das ist schon der Eingang, wo da jetzt hier zu ist. Da dürfen wir nicht rein. Das wäre andersrum. Ah, wie cool. Das habe ich erst tatsächlich vor kurzem hier erforscht. Witzig. Krass. Hallo, hallo. Oh. Oystak. Diesen Bereich haben wir schon durchsucht. Leider haben wir keine Spur der Prinzessin gefunden. Warte mal, du bist den großen Helden Link ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Pass auf, wenn Truppenführer Holm dich sieht, könnte er vor Schock vom Tor des dritten Walls herabfallen. Okay. Ja. Ein Reiseschild, ja. Ach, komm. Also hier, das da weg. Ich sollte mal meine Taschen erweitern. Mhm. Boah, Alter. Oh, da ist das Schloss einfach weg, ne? Verrückt. Verrückt hier. Und das ist... mal ein gewaltiger Schlund. Sag mal runter. Einfach unglaublich. Mhm. Bist du Holm? Nee, der ist da oben. Okay. Mit einem Topf auf dem Kopf. Bist du sicher, um bei der Suche nach Prinzessin Zelda zu helfen? Genau wie wir. Ach, bist du hier? Digi, heute lesen kann ich nicht. Jeder von uns hat Prinzessin Zelda viel zu verdanken, deshalb wollten wir irgendetwas tun, um zu helfen. Aber der Truppenführer steht oben auf dem Tor und kommt bestimmt nicht extra runter, um uns einzuweisen. Naja, letztendlich sind wir ja auch auf unsere eigene Initiative hierher gekommen. Da müssen wir wohl warten. Ja. Da auch wieder. Dumpster. Materialdepot. Voll witzig, echt. Vorsicht. Warte mal, ich komme mal lieber von der Seite. Uiuiuiui, von nahem betrachtet kann man da echt Angst bekommen. Ich hatte von diesen Abgründen bislang ja nur gerüchteweise gehört. Spinnst du mich so plötzlich anzusprechen? Ich hätte da reinfallen können. Abgründe wie dieser sind durch den Kataklysmus entstanden. Es sind, nun ja, tiefe Löcher halt. Sehr tiefe Löcher. Beängstigend, aber auch irgendwie hypnotisch. Mm-hmm. Fängt an zu warten, dass er eingewiesen wird. Oh je, Mai Mai. Eingewiesen. Du gehörst doch nicht eingewiesen. Einweisen hat so viele verschiedene Bedeutungen. Schwierig. Ich führe dich im Puddingbettessen ein, mal. So sieht's aus. Dup, 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 dup. Mhm. Hallo, hallo. Pudding! Ja! Das ist nämlich voll wichtig. Ach, schau an. Hä? Dritter Wall. Hat zum Glück hier kein Leune. Stell mal vor. Jetzt einfach so ein Leunenkampf. Let's go. Hallo? Purer. Die Waffen, die man hier findet, sind auch alle zerfressen worden. Es gibt wohl auf der ganzen Welt keine Waffe mehr, deren Klinge nicht schartig ist. Zerfrasen? Oh, Neuling! Als der Kataklysmus über uns kam, wurden Schwerter, Lanzen und sämtliche anderen Klingenwaffen plötzlich zerfressen. Wir haben schon überall nach intakten Waffen gesucht, aber es scheint, als wäre wirklich ganz Hyrule davon betroffen.
Reparieren kann man sie auch schlecht. Uns bleibt nicht viel anderes übrig, als die Waffen mit irgendetwas zu verstärken. Oh nein, also in ganz Hyrule. Und du musst quasi Synthese nutzen für Verstärken. Das wird ja immer furchtbarer. Ach, du Scheiße. Oh je, okay. Ja gut, so zwingt man natürlich Synthese auch dem Spieler auf. Ich verstehe. So kann man es natürlich auch machen. Oh je, Mini. Na gut. Na gut. Fackel. Kannst sie anzünden, wenn du sie ins Feuer hältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss erneut irgendwo angezündet werden. So schaut's aus. Will ich die mitnehmen? Nö. Ehrlich gesagt halt nicht. Okay. Ich kann hier aber kochen. Das könnten wir mal wieder machen, wa? Also, wir haben ja jetzt eine Menge Fleisch. Super geil. Kochzutat erhöht dann Angriffskraft, ne? Und dann noch ein bisschen, weiß nicht, Pilz. Ab geht's. Loderfleischspieß mit Pilzen. Klingt gut. Bei Hitze Feuerangriff. Was? Erhöht Angriffskraft bei Hitze. Das ist auch neu. Salz? Ein Ei? Ah ja. Bip, 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 bip. Puff. Schmorbraten. Lecker. So, zwei Chilis. Scharfe Bratchilis. So sieht's aus. Ein Apfel. Was passiert Apfel mit Salz eigentlich? Passiert da was? Wie Dings sind? Kochobst, einfach noch Kochobst, okay. Ne, ne, ne. Du, du, du. Cool. So. Ich mag die Synthese inzwischen sehr gerne, auch wenn dann theoretisch immer gleich zwei Sachen kaputt gehen, statt nur einem. Stimmt! Echt so. Klar, wenn es dann kaputt geht, dann sind zwei Sachen am Arsch. Das stimmt auch wieder. Ja. Ich kann dazu noch gar nicht viel sagen. Synthese ist ganz witzig. Ich muss mich erst an alles gewöhnen, erst noch. Ja. Ich muss erst mal schauen, wenn es der richtige Gameplay-Spielflow drin ist, dann kann ich das auch mal Feedback geben. So im Moment weiß noch nicht. So. Genau. Kann ich eigentlich. Ach, das ist zu weit weg. Na gut. Ich finde schon mal diese gesamte Sonau-Thematik auf jeden Fall ziemlich interessant, ja. Das ist sowieso schon mal cool. Jo, jetzt müssen wir trotzdem da mal hoch, ne? Warum ist hier ein Lager für Sachen? Brauche ich das? Denke nicht, oder? Bin doch auch gerade irgendwie anders hochgekommen. So. Ist er das? Ist er, gründlicher suchen? Ne, das wird er sein. Wer ist er? Ich habe meinen Bereich jetzt komplett durchsucht und bin hergekommen, damit man mir eine neue Aufgabe zuweist. Aber Truppenführer Holm scheint etwas, ja, angespannt zu sein. Da traut man sich gar nicht, ihn anzusprechen. Ja, er sucht ja auch nach uns. Und nach Zelda. Selvi? Selvo? Zelda? So. Hops. Hops. Oh je. What? Helling, komm, das hättest du doch geschafft. So eine leichte, schräge Kante hat er doch in Breath of the Wild auch geschafft. Was ist denn jetzt los? Komm schon, Link. Hier, so. Ist hier irgendwas Tolles? Ein Krog vielleicht? Nein? Ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht fast. Was ist denn das?
Das ist ein Stab. Ist jetzt echt gar nichts. Knapp. Was ist so ein Bumsling? Hey, was machen Sachen? Hä? Okay. Da ist nämlich doch ein Krog. Schau an. Na, geht doch. Müssen wir da hochklettern? Es hätte mich sonst schon schwer enttäuscht. Aber... jetzt. Untersuchen. Tada! Ein Krog. Au! Bein angestoßen! Mein Glasbein! Aha! Die Aussicht ist nice wieder. Cool. Mhm. Da sind jetzt überall so Türme, ne? Die sind auch alle verschwunden, ne? Aus Breath of the Wild, diese Türme, die aus dem Boden auch kamen. Das ist alles verschwunden. Alles an Sheikah-Technologie ist weg. Die Sheikah-Schreine, Sheikah-Türme, quasi eigentlich auch die Wächternester, ist ja auch Sheikah-Technologie, ist alles verschwunden, ne? Ja. Faszinierend. Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil, ja, das ist wahrscheinlich ja alles ein Verteidigungssystem gewesen. Und das braucht es halt jetzt nicht mehr. Weil Ganon quasi weg war. Ja. Und auf Kataklysmus reagieren die wohl scheinbar nicht. Jetzt ist wahrscheinlich einfach alles wieder im Boden. Vielleicht wird es ja sogar nochmal vom Spiel erklärt später. Vielleicht, ja, wurde es sogar Wissen nicht deaktiviert. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, dass sie das auch wirklich alles weggemacht haben. Weil wenn ich die Türme so sehe, die sehen alle aus wie in dem Außenposten. Die sehen alle von Menschenhand gebaut aus. Oder Hylianer, wie auch immer. Hinabsteigen. Na gut. Jetzt haben wir schon mal einen Krog da oben gefunden. Hihi. Dann sprechen wir jetzt endlich mal mit Holm oder was. So. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Hi, Bimster Link. Ich werd nicht mehr. Werter Link, ihr seid es tatsächlich. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Puh, ich bin erleichtert. Was Zelda angeht, weiß nicht. Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt, aber ihr habt ihre Stimme gehört. Und nun wollt ihr euch der Suche nach ihr anschließen. Oh, ich verstehe. Beziehungsweise, ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollten auf jeden Fall die Suche nach der Prinzessin fortsetzen, ja? Wir wären natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie ihr euch uns anschließt. Ehrlich gesagt halten unsere Erfolge sich bisher stark in Grenzen. Hier ist uns überall das Miasma im Weg. Herr Truppenführer Holm, da! Prinzessin Zelda! Was? 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 Das ist sie nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Auch beim Blutmond, wie Zelda redet, das ist sehr suspekt. Irgendwas stimmt da nicht, ich weiß nicht. Okay, warte mal, Prinzessin, ihr seid wohl auf. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Weil sie redet auch nicht mehr. Gar nicht mehr. Hä? Weil... Ihr habt sie doch auch gesehen, oder, Link? Prinzessin Zelda hat sich ja nicht aufgelöst und ist verschwunden. Das kann sie. Was geht da nur vor sich? Schnell, wir müssen handeln. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert und ist einfach verschwunden? Dieser Vorfall muss unverzüglich Direktorin Pura gemeldet werden. Angesichts der Situation ziehen wir uns ebenfalls von hier zurück. Aber das wird eine Weile dauern, denn wir sind eine ziemlich große Einheit. Könntet ihr an meiner Stadt Direktorin Pura über diese Begegnung unterrichten? Machen wir. Abzug vorbereiten. Okay. Verrückt. Prinzessin Zelda hat sich ihr Licht aufgelöst. Was geht hier vor? Das wüsste ich auch gerne. Irgendwas stimmt auf jeden Fall mit Zelda nicht. Mit dieser Zelda nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich unsere Zelda ist.
Aber sie hat ja auch diese zwei Tröpfchen unterm Auge. Außerdem hat sie in irgendeiner anderen Zeit oder so unser Masterschwert entgegengenommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich unsere Seele ist oder was hier genau vor sich geht. Ja, stimmt auf jeden Fall was nicht. Da passt nichts besser als... Meine Röntgenvision Superohren verraten mir, dass hier was nicht stimmt. Ja? Es ist nämlich so. Da passt was nicht. Was, beim Blutmut redet sie dir zu viel, jetzt redet sie gar nicht und das ist auch nicht okay. Ich glaube, dein neuer Arm tut dir nicht gut, Gecko. Das sowieso. Der tut mir gar nicht gut, du. Nee, was? Sie redet mir nicht zu viel. Ja, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, die Cutscene ist länger als bei Breath of the Wild, oder? Kommt mir schon ein bisschen so vor. Vor allem, was mich irritiert, ist, was sie redet beim Blutmond. Was vor allem? Das ist, sehr suspekt, was sie ihr sagt. Wie? Das, irgendwas stimmt doch da mit Zelda nicht. Guck mal, ja. Warte, Moment mal. Hab eine Idee. Geht das? Okay, ich hätte gelacht. Na ja, gut. Hä? Achso. Hey! Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die Sequenzen einfach länger sind. Die im Schrein mit der Lichtempfängnis, der Blutmond. Ich habe das Gefühl, das ist länger. Das ist halt eine interessante Entscheidung. Das ist jetzt irgendwie blöd. Eh. Habe ich dich. Hallo. Servus, danke, super geil, tschüss. Cool. Die Aussicht ist schon nice. Wie immer vom Schloss. Mhm. Ich möchte hier schon noch ein bisschen rumlatschen, wenn wir hier schon da sind. Also, hä? Ich gehe doch jetzt nicht instant wieder. Das wäre auch ein bisschen blöd. Was fliegt denn da wieder rum? Mann, ich will das alles sehen. Ich fühle mich hier noch zu eingeschränkt. Krass. Hier darfst du nicht hin, da darfst du nicht hin. Nee, geh mal lieber dahin und sprich mit dem. Dass man merkt, dass es dich mehr an die Hand nimmt. Das ist auf jeden Fall am Anfang jetzt linearer als Breath of the Wild. Auf jeden Fall. Aber ich will hier eigentlich überall hin schon. Mhm. Und ich meine, klar, ja, Fähigkeiten fehlen auch noch so ein bisschen, was weiß ich oder so. Aber irgendwie so insgesamt? Weißt du, was ich meine? Man merkt, auch Tutorial, also gerade die Inseln, das ist auf jeden Fall viel linearer. Das ist auf jeden Fall auch. So, du Spurtechse. Du gehörst jetzt mir. Eine schnelle Eidechse, die oft auf Wiesen und in Wäldern zu finden ist, zusammen mit Monsterzutaten. Ja, ne, kriegst du was Schnelleres. Warte mal, so hoch. Ich will jetzt trotzdem hier noch überall sein. Schaffst du schon den, komm. Aha! Wenn das kein Grog-Rätsel ist, weiß ich auch nicht. Boop. Ey, die Fliege, runter von der Cam jetzt, mal ernsthaft. Meine Fresse, echt krocksam. Etwas, was ich am Breath of the Wild mehr mag. Der Anfang ist schneller, man kommt schneller zum Spielen als in Teotica. Eben, ja. Was mochtest du lieber, das vergessene Plateau oder die Himmelsinseln? Ja, eben, habe ich auch schon erzählt, einfach das vergessene Plateau. Also wirklich, ich mag den Anfang von Breath of the Wild mehr als den Anfang in Tears of the Kingdom im Moment. Muss ich schon auch einfach sagen, habe ich auch schon erwähnt, es ist, für mich ist der Start von Breath of the Wild einfach irgendwie besser. Ja, weiß nicht. Ne? Herz verloren, egal. So, ja. Ist einfach so. Man kann da viel schneller losspielen. Und das hier ist mir zu eingeschränkt irgendwie insgesamt. Oh mein Gott, what the fuck? Oha, das kam überraschend. Uia. Uia.
Oha! Oh Gott! So dumm. Oh, so dumm einfach. Ich hätte hier gerne ein... Wo ist denn unser Wasted da? Sie haben keinen Paraglider. Eben, das fehlt auch. Hast du eigentlich auch gleich am Anfang in Breath of the Wild bekommen, bla bla und so. Alles fehlt hier. Wahnsinn. Hallo Twister. Es ist Twisters Schuld. Wow. Hallo. Ich war Twizzy-Pech-Lieferung erfolgreich. Dankeschön. Ja. Mensch, da ist ja unser Schoko-Zitronen-Twister. Oder? Ach ja. Krass. Was ist jetzt? Wo sind wir lang gelatscht? Vor lauter ein bisschen zusammen labern. Hier? War das da? Yes, yes, yes. Das hätte sowieso Aua gemacht. Runter! Link, guck mal! Guck mal, guck mal. Da steht halt auch manchmal runter. So, guck mal. Wie wäre das? Neues Branding kickt hart rein. Ja. Ist so. Das ist wichtig. Du musst deinen Twister doch mal richtig branden, ich sag's dir. Du musst den Brandon nennen. So. Logo wurde schon eingekleidet. Echt jetzt? Hast du? Echt? Jetzt, echt, oder? Hast du da was gemacht? Echt? Nee? Weiß nicht? Ja? Nein? Ja, das ist voll wichtig, ich sag's dir. Mein Twister richtig branden, könnte man auch falsch verstehen. Meinst du? Hä? Alles daran ist richtig. Alles. Ah, noch nix public. Ah, aber du hast echt, das finde ich cool. Ja, ich dachte mir so, das ist mir so eingefallen, so jetzt der Moment, das ist so Twister, da könnte man was machen. Wie wär's mit so Farben? Drum so die lustigen Fragen, hä, was wäre denn so, keine Ahnung. Irgendwie so eine lustige, grobe Idee, kein Plan. Aber es würde voll passen irgendwie, weiß nicht. Dachte mir so, hä? Da geht doch was. Auf dich muss gehört werden. Oh, weiß nicht. Nee, muss nicht immer unbedingt. Aber es ist cool, dass du dir tatsächlich da jetzt auch ein bisschen... Oh, oh. Au. Was ausdenkst. Ich lasse Epona wieder im Stich, wa? Wo gehe ich hin? Was machen Sachen? Halt... Ich will hier wieder runter. Und zwar den richtigen Weg. Scheiße. Obwohl das halt schon wieder so interessant ist hier, natürlich. Typisch dieses Game. Hallo? Hello! Hello there! Wo gehe ich hin? Der meistgesagte Satz von Spielern dieses Games. In der Tat. Oder, was ist das denn hier? Was ist denn da drüben? Ja? Ich glaube, das hört man einfach am öftesten hier. Deine Emotes sind so lustig einfach, die sind voll gut. Feier ich. Die sind vor allem super scharf, die sind super qualitativ einfach. Was ist da los? Voll gut. Mhm. Ein super scharfer Twister. Mhm. Chili-Twister. So, hier kann man hin, aber will ich nicht. Mann, muss ich jetzt den ganzen Pissknödel außenrum. Komm, ich gehe einfach hier hin. Teleport. Unser erstes Teleportieren. Will ich auch mal sehen, wie es aussieht? Ah, so wie immer. Ach so, wir haben es ja auch schon mal gesehen. Teleport! Mhm. Echt, oder? Wenn du aus zu großer Höhe herunterfällst, erleidest du Schaden. Ist der Sturz zu tief, ist das dein Ende? Also pass beim Klettern auf. Wer hätte das gedacht? Ich fühle mich verarscht. Bist du noch da? Bist du noch da? Bist du noch da? Bitte sei noch da. Bist du noch da? Ist es noch da nach dem Porten? Bist du da? Bist du da? Ja! Ja, geilo, du bist noch da, das ist fantastisch.
Ich hätte gern was zum Essen. Ja, so einen geilen Spieß oder was? Hä? So. Epona, wir müssen los, oder? Hopp jetzt! Genau. Yeah. Das ist schon sehr cool, dass hier Epona schon am Start. Dass ich die schon hab. Das finde ich jetzt ganz cool. Auch wenn ich noch gar keine Pferde registrieren kann. Sehr schön.